Hallöchen, Hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich jetzt einfach gefallen Let's Play Super Mario Galaxy 2 begrüßen. Wir holen uns heute die Kometenmünze in der Uhrwerk-Ruinen-Galaxie und ich habe mir wieder ein Thema rausgesucht. Ich habe euch auch auf Twitter gefragt, ob ihr ein Thema habt, da kam aber noch nichts. Wenn ihr jetzt gerade in der nächsten Folge ein Thema sehen wollt, dann könnt ihr mir das gerne unten reinschreiben, dann werde ich das eventuell mal ansprechen. Und ja, so viel zu dem. Und zwar haben wir mal ein Thema überlegt, was uns wirklich alle was angeht, weil wir gerade alle damit beschäftigt sind und weil wir gerade alle damit unsere Zeit verbringen, sowohl ihr als auch ich, jetzt im Moment. Na, das schon wir erraten? Hm? Ja, es ist die Plattform, auf der wir uns gerade befinden. YouTube. Ja, ne? Ich glaube, die ist nicht hier oder die ist nicht direkt am Anfang. Ich glaube wirklich, die meisten... Oh mein Gott, erstmal richtig schön verkackt am Anfang. Toll, toll. Könnte man neu starten, tue ich aber nicht. Ja, ich glaube, die meisten von uns sind schon relativ lange mittlerweile auf YouTube. Also, ich bin jetzt... Boah. Jetzt lass mal eben überlegen. Let's Plays habe ich vor 3 Jahren gestartet. Aber YouTube geguckt habe ich schon gut noch insgesamt 1 Jahr davor. Also, sagen wir, ich bin schon gut 4 Jahre auf dieser Plattform unterwegs. Und in diesen 4 Jahren hat sich einiges verändert. Was heute teilweise Standard ist, wäre vor 4 Jahren nicht mal im Ansatz denkbar gewesen. So Sachen. Erstmal die erste Sache ist damit, dass man damit Geld verdient. Das ist so die Sache, die war am Anfang. Das hätte keiner jemals gedacht, dass man mit sowas hier Geld verdienen kann, dass man mit sowas halt auch wirklich professionell und viel Geld verdienen kann und da halt auch wirklich sein. Erstmal als. Oh, wir wollen einen Weitsprung machen. Und damit hat auch wirklich seinen Lebensunterhalt mit verdienen können. Hätte man sich vor 4 Jahren nicht mal annähernd vorstellen können. Da hat man das halt so ein bisschen. Meistens dann halt haben die Spielerredakteure angefangen, das nebenbei zu machen und da auch ein Spiel besser vorzustellen. Das war ja Gronks ursprüngliche Idee, dass das für ihn halt eine Möglichkeit war, das Spiel ein bisschen vorzustellen und zu reviewen. Und die anderen dann einfach Bock beim Spielen zu labern und haben das dann halt aufgenommen. So ist das ja generell entstanden, das Let's Playen. Ja, ich weiß, ich gehe jetzt gerade erstmal nur aufs Let's Playen, aber es gibt natürlich noch mehr Aspekte in dem Sinne. Ist ja nicht nur Let's Playen. Aber ja, wie gesagt, vor 4 Jahren war es echt nicht vorstellbar, dass man damit was verdient. Und heute ist es schon fast normal. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen krass, aber ich weiß noch, ich habe dem letzten... Okay, ich glaube, da unten ist nur der Loom, aber da kommen wir von da drüben erst hin. Ich habe dem letzten mit meiner Mutter so ein bisschen darüber gesprochen und gesagt, ja... Damit kann man ja auch Geld verdienen und lass mich das da machen, weil die schon so ein bisschen dagegen, weil sie sagt, wenn es dein Chef sieht und leck mich am Arsch, Mutter, dankeschön. Und ja, habe ich halt gesagt, ja, aber dann kann man auch Geld verdienen. Dann so, ja, ja, okay. Also eigentlich habe ich das Thema schon angesprochen, also gar nicht hat sie daran gedacht. Aber sie hat gesagt, ja, und wie viel müsstest du machen, damit es sich lohnt? Und ich so, hä, wie, damit es sich lohnt? Ja, dass du genügend Geld verdienst. Ich so... Ich mache das eigentlich aus Spaß und nicht aus dem Geld verdienen. Das war nur eine Möglichkeit. Also eigentlich sind Leuten das Geld verdienen bei YouTube, mit, also Außenstehenden, also Nicht-YouTubern, ist das Geld verdienen mittlerweile auch schon mehr ein Begriff, als wirklich hier sich kreativ auszutoben und solche Sachen. Also wenn ihr Laien fragt, die denken sich auch, was, hier kann man Geld verdienen? Voll gut, ja, okay, dann macht das. Aber das ist ja nicht der Urgedanke von YouTube. Der Urgedanke von YouTube ist ja, dass du damit Spaß hast und dich kreativ ausleben kannst. Okay. Und ja, finde ich eigentlich echt krass, dass mittlerweile eigentlich schon das Hauptdenken von YouTube nur noch so weit geht, dass du damit Geld verdienen sollst. Also gar nicht mehr, dass du damit wirklich Spaß hast, sondern wirklich nur noch, ja, das Geld ist wichtig. Scheiß drauf. Ach, da geht der was raus, habe ich voll vergessen. Also so in dem Sinne, scheiß drauf, dass du dich kreativ ausleben kannst. Hauptsache, du verdienst Geld. Und da denke ich mir, zum einen ist das Denken der Außenstehenden irgendwie schon auch ein bisschen beeindruckend, weil wenn man bedenkt, wie weit wir jetzt mittlerweile gekommen sind in Sachen YouTube. Wie gesagt, wo wir noch vor 4 Jahren waren, wo wir heute sind, ist ein krasser Sprung. Aber unter anderem auch beängstigend, weil wenn ich jetzt an so ein paar YouTuber denke, die ich vor 4 Jahren geguckt habe, die ich jetzt heute nicht mehr gucke, weil die sich halt einfach... sehr stark verändert haben und es nur noch wegen dem Geld machen, denke ich mir, ist es auch ein sehr negativer Wandel. Ich meine, klar, die ganzen YouTuber können damit ihr Geld verdienen, können das machen, was ihnen Spaß macht und so weiter, aber im Endeffekt, weil sie ja damit Geld verdienen müssen, sich der immer größer werdenden Masse anpassen müssen, müssen sie halt auch immer ihre Formate anpassen und dann halt oft Sachen machen, die sie früher eigentlich nicht gemacht haben. Ich nehme dazu als Beispiel immer ganz gerne German Let's Play. War bis vor... 1 bis 2 Jahren noch mein Lieblings-Display. Mittlerweile habe ich ihn sogar deabonniert, weil er nur noch Mainstream-Kacke macht. Also ich weiß noch, damals
habe ich teilweise seine LPETs mit Debitor angeguckt, wo sie dann teilweise Nintendo-Sachen, ja, GLP hat man Nintendo-Sachen, Let's Play, das wusste ich ja gar nicht. Ja, kein Wunder, du bist ja auch ein Kiddie, das nur Minecraft guckt. Nein, okay, Spaß beiseite. Aber ja, damit habe ich dann noch die, damit hatten die echt so richtig schöne und coole Nintendo-Let's Plays, als Super Mario Sunshine und also jetzt Sachen gemacht, Rayman haben sie mal zusammen Let's Played und einfach geil war das einfach, weil es waren einfach super Spiele und die dann bei denen zu sehen, das hat halt richtig Bock gemacht. Und jetzt heute, Minecraft, Happy Wheels, Agario. Also wenn ich hier nur, ich gehe natürlich schon hin wieder auf seinen Kanal zu gucken, was er jetzt so macht, aber das ist da so die Hauptsache, die ich sehe. Ich weiß gar nicht, ob Agario überhaupt immer noch so das große Thema ist wie früher. Und das finde ich halt echt schade. Klar, zum einen ist es halt auch echt gut für ihn, weil er, ne, es ist ja klar, er macht das beruflich. Er muss sich dementsprechend anpassen. Wenn ich jetzt irgendwas im Beruf mache und sich da was verändert, muss ich mich da logischerweise auch anpassen, weil ansonsten verdiene ich kein Geld mehr. Ich meine, klar, zum einen ist es vollkommen verständlich und nachvollziehbar. Ist da drüben eventuell die Kometenmünze? Okay, nein. Zum anderen finde ich es aber halt auch echt traurig, weil er dadurch halt viel seines Potenzials verschwendet, sage ich jetzt mal. Weil er eigentlich mit seiner Kommentartechnik könnte er eigentlich so viele mehr Spiele, wirklich die alten Spiele mit der fast gleichen Kommentartechnik haben wir halt einfach deutlich besser gefallen als jetzt diese neuen Spiele. Oder was heißt, sag mal, anderen Spiele, ne, habe ich einfach schon aufgezählt. Und das ist halt echt so die Sache, die ich die Fun by German Let's Play ein bisschen schade finde und mir aufgefallen ist. Wie gesagt, klar, er verdient damit sein Geld, er muss sich der Masse anpassen, aber früher hat mir das einfach viel mehr gefallen als heute. Und da wie gesagt, es ist so, ich kann ja nichts ändern, ich kann ihn sogar nachvollziehen. Die ganzen Leute, die mit YouTube Geld verdienen wollen und dafür dann vielleicht doch ihre Prinzipien verraten oder Sachen machen, die vielleicht nicht so nett sind, das kann ich zum Teil wirklich nachvollziehen. Mal Mario. Es ist ja wohl nicht so schwer, da hochzukommen. Warum habe ich da gerade so krasse Probleme mit? Auch so Leute jetzt wie Bibi, Dagi und diese ganzen, ich hab euch lieb und Product Placement und was weiß ich was. Zu einem Stückteil muss ich sagen, kann ich die da vollkommen nachvollziehen. Weil die verdienen damit ihr Geld. Ob es jetzt zu viel oder zu wenig ist, egal wie, wo, was, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, die verdienen damit ihr Geld. Die müssen damit ihr Geld verdienen. Die verdienen damit ihren Lebensunterhalt. Und dann ist es ja eigentlich auch nur verständlich, dass sie damit halt auch gut ihren Lebensunterhalt verdienen wollen. Ich meine, klar, auch wenn sie dann dafür vielleicht den ihren Dings hin und wieder was vorlügen, ihren Zuschauern, gerade diese ganze Nähe und so weiter. Es machen doch viele Stars oder so auch nicht anders. Also jetzt normale Stars, Filmstars und so. Ich meine, klar, es ist in beiden Sinnen verwerflich, aber es ist halt eben ihr Job und Job ist Job, ne? Arbeit ist halt Arbeit. Du machst die Arbeit, um Geld zu verdienen. Du möchtest natürlich viel Geld und gut Geld verdienen. Jetzt müssen wir das Level nochmal von vorne anfangen. Fuck, egal, jetzt weiß ich ja, dass die Kometenmünze nicht am Anfang ist. Ach nee, wir haben ja einen One-Up bekommen. Genau, das ist ein One-Up, genau, das können wir ja immer holen. Und ja, deshalb klar, es ist zu einem Stück weit wirklich verwerflich, aber da muss, dann darf man es auch nicht nur den YouTubern vorfinden, sondern auch den ganzen Stars, die sowas machen. Das finde ich dann halt in dem Fall nicht richtig, das, da, weil die Stars werden dann gefeiert, ey, neues All... Als ob. Egal. Ey, neues Album hat sie nur für uns gemacht und bla, weil sie uns so mag und weil wir ihre Musik so toll finden. Und eigentlich machen die alle nur wegen, es machen alle nur wegen dem Geld. Und daher bin ich da wirklich so ein bisschen zwiegespalten. Klar, ist es nicht richtig, Kinder zu manipulieren, ihnen Nähe vorzuspielen, diese ungekennzeichneten Product Placements und was wir da alles schon in der Vergangenheit hatten. Ist alles nicht richtig, aber in der normalen Arbeitswelt geht's auch nicht fairer zu. Jeder ist nur auf Profit aus. Ich habe teilweise hier Geschichten von dem Geschäft meiner Mutter. Wenn der Chef irgendwie sagt, ja, wenn wir jetzt 30 Leute entlassen, verdienen wir damit mehr Geld, dann macht er das halt auch. So ist halt einfach das Leben. Das Leben ist halt unfair und es dreht sich alles um Geld. Das ist auf YouTube so, das ist im normalen Geschäftsleben so, das ist auf Streams so, das ist überall so. Überall, wo Leute mit irgendetwas Geld verdienen, versuchen sie, das Maximale daraus rauszuschlagen. Egal wo. Egal wann, egal wer. Jeder Mensch ist so. Jeder. Gut. Es gibt ein paar Ausnahmen. Das sind dann wirklich heilige Samariter. Da gibt es wirklich so ein, zwei. Aber die meisten Geld und sonst nichts. Geld regiert die Welt. Sprichwort kennen ihr bestimmt alle. Und es ist wahr. Es ist halt...
Es ist wahr. Es ist zum einen traurig, klar, aber zum anderen halt auch echt nachvollziehbar. Es ist halt auch, das mit dem Geld ist dann halt auch da das Problem unserer Gesellschaft, dass wir halt jetzt so, dass wir jetzt sowas wie Geld haben. Ich tue es gerade so, als wäre Geld was Schlechtes, aber eigentlich ist, ja gut. Ist Geld was Gutes oder was Schlechtes? Das ist jetzt schon wieder so eine Frage. Hier kann man jetzt wieder breit treten bis zum geht nicht mehr, aber ne. Ja, YouTube ist halt echt zu einem kommerziellen Job geworden, wie jeder andere. Und da haben dann halt auch teilweise YouTuber echt keine Skrupel, dann halt ihre Zuschauer anzulügen und was weiß ich. Ist natürlich sehr schade und eigentlich richtig, aber im normalen Job geht es halt auch nicht anders zu in dem Fall. Also von dem her kann ich die YouTuber da schon verstehen, dass sie ihr Geld verdienen wollen. Was mir auch aufgefallen ist, dass YouTube teilweise immer kindlicher wird. Klar, die Zielgruppe, ne, die ändert sich halt auch mehr auf Kinder. Vielleicht, wenn, jetzt lass mal noch 3-4 Jahre vergehen, wenn es die ganzen Kinder, die jetzt YouTube gucken, dann auch immer noch YouTube gucken. Und die nächsten Kinder dann vielleicht irgendwas anderes feiern. Keine Ahnung, Virtual Reality oder solche Sachen, was sich ja gerade auch noch in der Entwicklung befindet. Oder dann die nächste Generation wieder mehr zockt. Dann wird das, irgendwann wird das dann bestimmt auch wieder qualitativitätsanspruchsvoller und hochwertiger. Aber solange halt mehr Kinder... Oh, die Lampe habe ich ja kaputt gemacht, genau. Solange halt mehr Kinder im YouTube gucken, wird dann auch das Niveau immer eher kindlich bleiben. Das ist mir mittlerweile auch schon bei Ape Crime aufgefallen. YouTuber, die ich eigentlich bis vor einem Jahr noch relativ gerne mitverfolgt habe. Ich habe sogar mal ihr Ich trau mich nicht Lied unglaublich schrecklich gecovert. Guckt euch das nicht an. Bitte nicht danach suchen. Dankeschön. Ihr werdet es trotzdem tun. Aber ich habe euch gewarnt, dass es scheiße ist. Okay. Und ja, wenn ich bei denen mal wieder reingucke, was jetzt auch immer nur noch selten ist, merke ich auch, Gott ist bei... Also das Niveau war bei denen nie so hoch. Klar, die hatten immer ein bisschen ein niedriges Niveau, was Humor angeht. Aber das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Ach, fuck, das geht ja gar nicht. Das fand ich eigentlich tatsächlich gar nicht so schlimm. Das fand ich eigentlich immer recht lustig. Ich meine, du musst auch nicht immer nur niveauvolle Sendungen und Informationen und bla gucken. Du kannst dann auch mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, Niveau und niedrigere Sachen gucken, die dann halt einfach trotzdem Spaß machen, weil du einfach das Stummsinnige dann ein bisschen feierst. Ist ja auch nicht verkehrt, mal sowas zu gucken, ne? Du musst ja nicht immer Dokumentation und sonst was gucken. Da ist auch mal ein bisschen niedriger Niveau ganz okay. Und man muss ja auch sagen, YouTube ist halt auch mittlerweile wirklich so groß, dass du, als ob mich jetzt diese fucking Flamme und nicht aber umbringen tut, wird sie, ja. Also auf YouTube gibt es aber mittlerweile auch wirklich genügend Auswahl, dass du dir ja nicht aussuchen kannst, ob du jetzt niveauvoll höheres oder eben nicht so hohen Content sehen willst. Da gibt es auf YouTube mittlerweile wirklich die Auswahl. Bei mir kommt es teilweise tatsächlich eher darauf an, auf was ich gerade eher Bock habe, ist bei mir eher so die Sache. Es gibt Tage, da habe ich Bock auf richtig stumpfsinnige, sinnlose 0815-Comedy, dann ziehe ich mir ein bisschen Ape Crime oder sowas rein. Und dann gibt es Zeiten, da habe ich richtig Bock auf Informationen. Da gucke ich dann halt auch mal den ganzen Tag Tens und Forms oder solche Sachen und all sowas. Also, wie gesagt, es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, deine Unterhaltung und so weiter auf YouTube zu beziehen. Also, man kann nicht sagen, die Qualität auf YouTube ist nur schlecht. Weil es gibt wirklich viel. Aber es ist wie im Fernsehen. Im Fernsehen hast du auch dein ARD, dein ZDF, deine Sachen, wo du qualitativ Hochwertigeres kriegst. Du hast dann halt aber auch dein RTL und dein Z1, wo du halt nur, buchstäblich Scheiße läuft. Also, sowohl auf YouTube als auch im Fernsehen kannst du es dir aussuchen und das hat sich natürlich durch die Zeit verändert, die Qualität, dass es da, oder das Niveau, dass es da wirklich runtergegangen ist, weil halt einfach mehr Kinder YouTube entdeckt haben, das ist auf jeden Fall so, kann man sagen, ja, dass sich das einfach verändert hat, aber es ist jetzt ja nicht so, dass die Qualität nur noch scheiße ist, sondern dass man jetzt halt eher aussuchen kann, sage ich jetzt mal. So wird's ich jetzt. Kann sich die Kamera vielleicht... Das wäre echt super, wenn sich die Kamera nicht drehen würde. Dann könnte ich da viel besser raufkommen. Genau so. Es ist halt wirklich eher so, dass ich jetzt die Qualität... Ne, dass ich das Niveau halt... Klar, es ist gesunken. Aber es gibt auch immer noch qualitativ hochwertige Sachen. Serien. Tube Clash. Der Shit gerade geht durch die Decke. Klar, es sind auch ein paar Leute dabei, die eigentlich nur Flachwitze und Scheißvideos machen, zumindest für mich. Concrafter mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber dadurch, dass es dann wieder von einem Team produziert wird, was wirklich sehr viel auf Qualität und auch halt auf Niveau eigentlich setzt, also ich finde, die machen da wirklich einen sehr guten Job, finde ich, ist das wieder eigentlich wirklich eine sehr qualitativ hochwertige und auch echt krasse YouTube-Produktion, die ich auch nur jedem empfehlen kann. Also, auch wenn nur ein YouTuber dabei ist, den ihr nicht mögt oder so.
es ist echt, es lohnt sich halt wirklich sehr. Da ist aber Dagi dabei. Ja, und die darf nicht rausfliegen. Ich möchte Dagi eine Romanze mit Max sehen, bitte. Das muss einfach passieren. Und ja, wie gesagt, so wie es halt im Fernsehen hohe Qualität gibt, gibt es auch im YouTube niedrige Qualität und hohe Qualität. Also da darf man es auch nicht sagen, ja, Fernsehen ist scheiße, YouTube ist besser. Mittlerweile muss man sagen, ist es sehr ähnlich. Es ist mittlerweile wirklich sehr ähnlich geworden. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist eigentlich fast einem selber belassen. Ich finde es tatsächlich... Was? Habe ich nicht gehört? Nee? Ich hab dir einschlagen will, weil ich muss zahlen. Da geht mir ein Licht auf, aha, sorry. Ich gehe nachher noch mit meinem Vater einkaufen und muss kurz was besprechen. Ja, wie gesagt, ob man das jetzt eher gut oder schlecht findet, dass sich YouTube immer mehr zum Fernsehen wandelt, ist eigentlich fast jedem selbst überlassen. Ich find's eigentlich wirklich gut, weil dadurch kann man halt auch wirklich sich aussuchen, was man sehen will. Es gibt jetzt nicht nur holige Qualität, weil es gibt halt wirklich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen fies, aber es gibt halt auch wirklich, ich sag jetzt mal, dumme und anspruchslose Menschen, die sich halt nur für niedrige Qualität noch sind. Das gibt's halt leider. Ist halt einfach so, da gibt's dann halt einfach auch die Leute, die dann halt sagen, ja gut, ist mir eigentlich recht egal, was da läuft, Hauptsache ich werde unterhalten, irgendwas kann dann schon mal laufen oder so. Und die kommen dann halt auch auf ihre Kosten, die kriegen dann halt auch ihre 0815 produzierte Show. Aber die haben Spaß daran, die müssen nicht sagen, ich muss jetzt irgendwas Hochwertiges, was qualitativ Hochwertiges gucken, was ich nicht verstehe, weil es gibt halt einfach Menschen, die sind klüger und es gibt Menschen, die sind nicht so klug. Gibt's halt einfach, ist normal, ist genetisch bedingt, mein Gott, ist halt so. Klar, man kann sich weiterbilden, aber wenn man keinen Bock hat, ich will es keinem verübeln, keiner hat das Muss aus Bildung. Man hat das Recht auf Bildung, aber man hat nicht das Muss, also den Zwang auf Bildung. Von dem her bleibt es jedem frei überlassen, wie weit er sich bilden will und so weiter. Und da ist es halt echt gut, dass du bei YouTube noch aussuchen kannst, ob du es qualitativ Hochwertiges gucken willst oder ob dir auch dann eher was Mittelmäßiges ganz, ob dir dann auch was Mittelmäßiges reicht. Wie gesagt, bei mir kommt es ganz auf die Stimmung an, ob ich jetzt sagen will, yo, ich will mir jetzt voll diese krasse, ich möchte mir jetzt irgendwas über ein Thema angucken, wie, das hier ist ja auch eher qualitativ hochwertig, weil du halt über ein Thema redest und nicht nur, oh, Spiele, Wumpe, Arschloch getroffen und so. Oh, das ist jetzt die SM64-Galaxie. Okay, auch wenn ich jetzt richtig Bock darauf habe, ich darf mich nicht von meinem Thema bringen lassen, so, ja. Ja, wie gesagt, es kommt halt bei mir echt auf die Stimmung an, ob ich jetzt eher Bock habe auf ja, yo, ich will jetzt ein richtig krasses Thema besprechen und sehen und möchte darüber nachdenken, oder ob ich sage, yo, mir reicht gerade einfach ein bisschen stumpfe Comedy, wo ich nicht viel nachdenken muss, wo ich einfach von mir aus auch lachen kann. Mir muss natürlich auch solche stumpfe Comedy gefallen und so weiter, das ist natürlich klar, ist da echt die Kanone drin. Ja, es ist quasi die Kanone. Meine Frage, warum machen die nicht so ein komplettes Spiel? Indem sie SM64 so komplett nachmachen. Warum machen sie das nicht? Warum nicht? Hm? Warum machen sie das nicht? Huch! Ja, ich weiß. Können wir das hier machen, like im Original? Geht das oder ist das zu weit oben? Moment bitte. Na, das geht. Das geht klar, das geht. Alter, du musst dich da wohl festheben können. Komm, Mario, please. Moment. Mal ein bisschen näher. Ich bin jetzt mal eben ruhig, weil ich muss mich in meinem Konzentrieren da hochzukommen. Sorry dafür. Mario muss sich da nicht festhalten. Vielleicht von... Ah, weil er von der Kiste her. Das könnte eher funktionieren. Okay, Moment. Ha, ich wusste doch, dass es geht. Ha, das sind die SM64 Strats. Auch wenn ich das Spiel nicht so gut kann. In SMG2 finde ich es auf jeden Fall awesome. Ja. Dass es da mittlerweile eine Auswahl von qualitativ hochwertigem und niveauvollem hochwertigen und niedrigen Content gibt, finde ich sehr gut. Nur halt, dass sich teilweise YouTuber echt zum Kommerziellen verändert haben, finde ich schade, aber verständlich. Also, es wird sich immer was verändern. Es wird immer irgendwo Veränderungen geben. Zeit ist auf YouTube, ich gehe mal den normalen Weg zur Sicherheit. Ich möchte jetzt nicht die Kometenmünze nochmal holen, weil es war nicht so schwer, aber trotzdem müssen wir es normal machen. Sei es jetzt auf YouTube oder sonst wo, es wird immer Veränderungen geben, es wird immer qualitative Veränderungen geben. Und ja, es ist halt einfach so, die Welt ist im ständigen Wandel, egal ob jetzt YouTube oder sonst was, und das wird sich auch nie ändern.
Wir müssen mit den Veränderungen leben und uns nicht immer darüber beschweren. Klar, es gibt teilweise Sachen auf YouTube, die finde ich sehr schade, wie zum Beispiel GRPs-Veränderungen, aber ich muss damit leben. Ich sage dann halt, yo, er macht jetzt Sachen, die gefallen mir nicht mehr, die entsprechen nicht mehr meinen... Ich wollte es moralischen Werten sagen, aber das ist ein bisschen übertrieben, entsprechen nicht mehr meinen Anforderungen. Dann gehe ich halt, sag, yo, schade, hab den Typen super gern geguckt, aber jetzt geht's halt leider nicht mehr. So in der Richtung, ne? Was jetzt natürlich gar keine Kritik an GLP sein soll. Es ist verständlich. Er will mit seinem Zeug Geld verdienen, daher muss er sich der Masse anpassen. Aber für mich ist es dann, ich bin halt dann in dem Fall nicht die Masse, an die er sich anpassen muss. Ich bin dann halt qualitativ und interessenhalber ein bisschen anders eingestellt als die Masse. Die Masse, die aktuelle Masse der Let's Plays, ist halt wirklich immer noch hauptsächlich auf Minecraft aus. Eigentlich. Kann man schon so sagen, dass eigentlich hauptsächlich echt immer noch Minecraft ist. Würde ich jetzt mal so grob überschlagen, dass Minecraft schon... Es ist ja immer noch das beliebteste geguckte Spiel von 2014. Ich glaube, 2 Millionen Aufrufe oder 2 Milliarden. Ich blende euch mal das Bild ein, wenn ich es nicht vergesse. Da habe ich das was gesehen. Wurde 2014 auf YouTube von Minecraft erzielt. Ich weiß es nicht genau, wie es dieses Jahr ist, aber es ist bestimmt okay, da muss ich springen, gut zu wissen. Der fucking Giant hier, ohne Witz. Alt ist der riesig. Wie mein Penis! Okay, bitte nochmal. Warte, Mario, please, geh da hoch. Dankeschön, na du... Da! Hat noch gereicht, alles safe. Jetzt ist er böse, Leute, es ist halt echt böse. Er ist böse. Er ist böse. Oh, süß, kleine Mini-Viecher. Oh Gott. Los, Fall. Okay, und jetzt da hoch. Hat Mario, please, einfach den hier? Ja, dankeschön. Hat nicht gereicht. For fuck's sake. Okay. Komm her, bitte. Klingt mein Handy? Nee, es waren nur ein paar Nachrichten. Wahrscheinlich Twitter oder so. Ja, ich bin hier gesprungen, aber gut. Alter, ohne Witz, ich brauche immer Münzen. Sind hier nirgends Münzen. Ist ja gut. Hört auf mich zu spammen, Handy. Dankeschön. Okay, jetzt aber so. Einmal den hier und jetzt bam. Bam, bam. Alter, als ob ich den nie treffe. Was ist denn hier los? Richtig, Chris, ist eine Münze gerade gewesen? Nein, okay. Nein! Aber wir hatten ja einen Jackpoint. Von dem ist es nicht so schlimm. Zum Thema YouTube. Ich würde sagen, ich habe das Thema soweit durch. Ihr könnt mir ja mal eure Meinungen so schreiben, wie ihr zum aktuellen YouTube steht. Wie gesagt, sagt ihr, ist alles scheiße, Product Placement, Zuschauer verkauft, die Qualität ist kacke, die Vote. Oder sagt ihr... Ja, ich finde es gut, dass es ein Qualitäts- oder ein Niveau-Spektrum gibt. Es gibt das, es gibt das. Sagt ihr, es ist nachvollziehbar, dass sich YouTuber verändern wegen dem Geld? Und sagt ihr, nein, die sollen das gleiche machen wie früher. Mir egal, wie viel die verdienen. Schreibt mir da definitiv mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr es seht. Wie gesagt, ich bin da ja relativ teilweise neutral und auch verständlich eingestellt. Auch zu solchen YouTubern wie Dagi und Bibi. Ich meine, die wollen ihr Geld verdienen. Ob es jetzt damit dann eben Skrupel aufziehen oder nicht... Es ist halt echt im normalen Beruf auch so. Und YouTube ist mittlerweile halt echt so ein Beruf geworden, was halt auch wirklich jetzt mittlerweile... Ich will jetzt nicht sagen, Standardberuf ist so noch was Besonderes, aber... meine Wii-Fernbedienung ist leer. Toll. Kurz mal in der Folge, oder wie? Are you fucking kidding me? Gut, dass ich noch was aufgeladen, das ihr habt. Moment, Moment, Leute. Ich beeil mich, beeil mich. Nein, nicht weitergehen! Bist du behindert? Please! Warum macht er weiter, wenn ich gerade die Batterie wechsle? Alter Vater, ey. So. Na toll. Na toll. Wisst ihr, was ich mir gerade aufhabe? Warum mache ich eigentlich einfach den hier? Das wäre nicht viel einfacher. Ja, wie gesagt, eure Meinung zum Thema YouTube aktuell, YouTube damals in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Würde mich sehr interessieren, ja. Aber wie gesagt, das Thema gibt uns halt echt alle was an, weil wir halt alle hier unterwegs sind. Sei es jetzt, ob wir Zuschauer oder ob wir YouTuber sind. Es geht uns halt dann doch alle was an. Ich bin aber tatsächlich, ich muss sagen, ich bin gern hier. Ich mag das, was ich tue. Mir egal, ob ich jetzt 400 Abonnenten habe oder 400.000. Ich mag das. Und ich werde es auch weitermachen. Also so lange, wie ich halt Bock habe, ne? Und aktuell sieht es nicht danach aus. Das würde ich aufhören wollen. Mann, ey, ich bin gerade echt irgendwie schlecht. Irgendwie komme ich in den Boss hier gerade nicht richtig rein. Ich weiß nicht, was los ist. Okay, jetzt dürfte es eigentlich gewesen sein. Mario, please! Alter, ich komme einfach nie richtig hoch.
Das ist ich komme einfach nie richtig hoch. Das ist gerade echt mein größtes Problem, dass ich hier nicht richtig hochkomme. So, jetzt den hier, den hier, den hier, den hier, den hier und tschüss. Als ob! Als ob ich nicht die Mitte... Jetzt, Mario, please, ganz ehrlich, jetzt komm mal... Oh, danke schön, die Münze ist sehr gut. Okay, jetzt aber bitte. Halleluja, Gott, nein, schon wieder Erdboden, bla. Ja, ich wollte sowieso nur die Kometenmünze. Much thanks to you. Kieselbrock und Baba Baya Kadada. Stern du! Voll gut. Voll gut. Gut. Damit haben wir den Stern erhalten. Ich habe relativ schön über mein Thema geredet. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung, eure Auffassung zu YouTube aktuell oder YouTube damals in die Kommentare. Würde mich freuen, wenn wir auch da ein bisschen diskutieren könnten. Und mich interessiert da sehr eure Ansicht auf jeden Fall. Interessiert mich sehr. Yo! Dann würde ich aber sagen, meine Lieben, meine wunderbaren Freunde, seht ihr, ich nenne euch auch Freunde, obwohl ich euch ja nicht kenne, ne? Ihr merkt, also dieses Nervverspielen ist eigentlich was Generelles. Also, man kann sich nur den Beauty-Dämonen stellen. So, aber auf jeden Fall, wenn euch die Folge gefallen hat, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst einen Daumen nach oben da. Link zur Playlist und zur ersten Folge in der Beschreibung. Und alles schon wieder links. Und ja, yeah, was ist denn noch zu sagen, außer Tschüssili.